Einen schönen guten Abend und hallo zu diesem Let's Play von Mon Cage. Ich hoffe, der Name des Spiels ist jetzt korrekt ausgesprochen. Ich habe nämlich den Entwicklerinnen auf Twitter extra geschrieben, ob sie mir vor meinem Spiel noch sagen können, wie man dieses Spiel richtig ausspricht, ob Mon Cage oder Mon Cage. Aber haben sie leider nicht gemacht, von daher bin auf Google Translator gegangen, hab da Mon Cage eingegeben und da kam Mon Cage. Und deswegen nennen wir es jetzt Mon Cage. Wir haben das Spiel in einem, ich glaube, einem relativ frühen, wenn nicht sogar dem einen der ersten Steam-Festivals für 15 Minuten angespielt. Und ich habe mich sofort in dieses Spiel verliebt, weil ich die Spielmechanik so schön fand. Dann hat es noch locker über ein Jahr gedauert. Aber jetzt ist das Spiel endlich da. Das kostet irgendwie um die 14 Euro, ist jetzt aktuell noch um 10% reduziert. Laut How Long To Beat nicht sehr lang. Ich bin gespannt, wie lange wir brauchen werden. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es vielleicht ein bisschen zu teuer ist für die Spielzeit, die es haben. Oder laut How Long To Beat zumindest hat. Aber wir gucken mal. Ich werde auf jeden Fall versuchen, keine Tipps anzunehmen. Das Spiel hat wohl auch eine recht gute und hilfreiche Mechanik für Helfen. Und ich möchte aber eigentlich schon möglichst versuchen, das selber rauszukriegen, auch wenn wir dadurch Gefahr laufen, irgendwie eine Viertelstunde an einem Rätsel zu hängen. Aber, wie man schon hört, ich glaube, das ist einfach auch ein sehr entspanntes Spiel. Wir lehnen uns einfach zurück, quatschen ein bisschen und nebenbei versuchen wir, uns ein bisschen durchzurätseln. So. Ich glaube, ich habe damit alles gesagt. Und hallo, Soda. Ach stimmt, ich habe euch noch gar nicht begrüßt so richtig, ne, eigentlich. Hi, Möbi. Hi, Andi. Hi, Schatzi. Hallo, Feier. Ich glaube, damit haben wir alle. Und Soda natürlich. So. Dann gucken wir mal rein. Halte und ziehe rechte Maustaste zum Rotieren. Klicke auf linke Maustaste zum Einzoomen. Also nur um das nochmal deutlich zu machen, wir haben das Spiel also schon mal 15 Minuten gespielt. Den Part, zumindest das hier kenne ich noch, Gesundheit. Nicht, dass ihr euch wundert. Tada. Rotiere, um die passenden Teile zu verbinden. Oh, da haben wir direkt. Hier haben wir ein kaputtes Auto. In diesem Würfel. Aber das ist ja gar kein Problem. Wir ersetzen das Auto einfach durch. Ein neues Auto. Okay, aber dann ist der Anfang doch gleich, wie der Feier hatte doch gesagt. Der Anfang wäre nicht gleich wie in meinem Dingsel. Das heißt, ich kenne auch schon die Lösung für dieses Rätsel wahrscheinlich. So, Doppelklicke auf linke Maustaste zum Auszoomen. Halte die Leertaste, um auf wichtige Objekte zu fokussieren. Ist die Leertaste schon fast eine Cheater-Taste? Weiß nicht. Weiß gar nicht, ob ich die Leertaste benutzen möchte. Hier ist auf jeden Fall ein Brett, was man theoretisch bewegen konnte. So. Ah, hier sind Kartons, die im Weg sind. Den kriegen wir die Luke nicht auf. Superliminal. So, das geht sogar schon so. Also das kenne ich noch aus der Demo. Das soll wahrscheinlich auch der Hinweis sein, deswegen klappt das auch nicht. Die Kartons sind ein Hinweis, dass man schon irgendwas machen möchte. Und Hallöchen, Legüm, und schön lurkt ihr erstmal.
Das mit der ruhigen Musik, ja, das wird heute ein sehr entspannter Stream. Also kannst du ja schon mal aufs Handy schmeißen, dich schon mal Bett fertig machen und dir daneben legen, dann ist heute, glaube ich, deine Einschlafhilfe. So, da haben wir ein Foto. Das ist, glaube ich, hier das Sammelobjekt in diesem Spiel, dass wir anhand des Fotos irgendwie auch die Geschichte erfahren. Und hier haben wir eine Person, die in irgendeiner Fabrik Sachen notiert. Ich hoffe, der Ton ist in Ordnung. Nicht zu laut, aber nicht zu leise. Brauchen wir bestimmt irgendwas von oben. So, guck mal, da haben wir auch noch ein Foto. Alles klar, so, dann ruh dich gut aus und schlaf später gut. So, ein Mann und ein Kind. Und der Mann, wahrscheinlich der Vater. Oder der Opa oder so. Oder ein anderer Verwandter. Baut eine Rutsche. Wir können ja mal gucken, ist das hier irgendwie Album? Ist das in einer Reihenfolge? Okay, wir haben hier also auch eine Reihenfolge drin. Vielleicht ist die Reihenfolge auch relevant. Können wir nochmal zurück in den Karton? War da auch ein Foto drin? Kann ich da nochmal reinzoomen? Ich glaube, ich komme da gar nicht mehr rein. Können wir hier nochmal zurückgehen? Aber ich finde allein schon, also das finde ich halt schon, also ich fand dich auch schon super, aber finde ich auch immer noch total geil, diese Mechanik. Einfach ein Spiel, das ist einfach nur ein Würfel in deinem Spielfeld und da sind so viele Möglichkeiten drin. Die Tasche aufmachen. Oh. Das ist jetzt bestimmt die Hilfe, oder? Klassischer Modus. Herausforderungsmodus. Ja, das finde ich besser. Halt, um den nächsten Tipp anzuzeigen. Genau, hier kann man jetzt theoretisch dann auch, wenn man Probleme hat mit den Rätseln, kann man hier wohl draufdrücken, dann wird sich das hier irgendwie entblurren vermutlich. Oder hier stehen dann so Punkte, worauf man achten soll. Aber das möchte ich eigentlich drauf verzichten. Solange ich kann zumindest. Oh, guck mal, hier ist noch eine Schublade. So, die Person fotografiert das Kind. Und guck mal, da ist auch der Teddy und das Auto und so. Das scheint zusammen zu gehören. Ihre Scherelosigkeit. So, warte mal, also das hier... Das kenne ich auch noch aus der Demo. Wir haben hier einmal diese Lampe. Wir haben diesen Pinöppel hier. So. Hä? Ist der wieder zugegangen? Warum? Muss ich den wieder hochklappen? Nee. Ihr dürft auch gerne, wenn ihr das Spiel nicht selber gespielt habt und ich irgendwo hängen bleibe und ihr Ideen habt, was man ausprobieren könnte, dann dürft ihr auch gerne miträtseln. Ich glaube, wir sind auch jetzt schon fast an dem Punkt, wo ich nach den 15 Minuten aufhören musste, weil die Zeit um war. Weil ich super lange an diesem Rätsel mit dieser Schiebetür hier gehangen habe. Aber jetzt können wir theoretisch hier reinzoomen. Mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwie... Nee, das passt nicht. Und es noch nicht. Da ist eine Tür offen. Und ein Haken. Ein reiner Haken. Und ich denke mal, die Rätsel werden ja auch immer komplexer, dadurch, dass wir mehr Würfelseiten bekommen. Wir kriegen das nicht mal zu, weil das Ding... Endtide Chamber habe ich auch noch nicht gespielt, ne. Stand auch mal auf meiner Liste von Rätselspielen, weil ich habe ja sehr viele Rätselspiele
On-Stream, also nicht, leider nicht alle On-Stream, aber ich habe auf jeden Fall sehr viele Rätselspiele gespielt. So, ich weiß noch, aber da muss ich gerade mal gucken, muss ich dafür ranzoomen? Kann ich da überhaupt ranzoomen? Oder hier, konnte ich hier ranzoomen? Nein, ich glaube, wir müssen erstmal das Wasser rauskriegen. Hier haben wir noch was. Okay, hier ist Wasser. Ah doch, jetzt kann ich hier drehen. Okay. Perfekt. Kann ich jetzt auch schon aus der Tür raus? Oh. Da ist das jetzt quasi einfach nur die Tür. Da liegt wieder ein Foto. Ah, hier ist auch die Rutsche. Oh, jetzt sind wir aber schon groß hier. Der Vater ist schon etwas ins Alter gekommen und wir haben uns aus dem Staub gemacht scheinbar. In die große, weite Welt. Aber ich glaube, Anti-Chamber ist schon ziemlich krass schwer, oder? Ich meine, das hatte ich auch mal bei den Indie-Strollchen gesehen. Outer Wilds steht ja auch noch auf der Liste. Ich habe heute die letzte Episode von ABXO gehört, von Ilias und Sebastian. Da hat Ilias auch nochmal über Outer Wilds geschwärmt, glaube ich. Oder war es Sebastian? Ich glaube, Ilias war es. So, warte mal, hier kann ich jetzt reinklicken, das weiß ich nämlich auch noch. Oh, hier ist auch noch ein Tresor. Also das sind wir sind ein Roboter, das sieht man an unserer Kopföffnung am Hinterkopf. Wir machen irgendwas im Unterricht und alle gucken uns doof an, weil wir irgendwas machen. Weiß auch nicht. Eat run. Roboter. Wie sagt man denn sonst? Roboter? Was ist jetzt passiert? Oh, das hat sich gedreht. Okay, die Pedale drehen sich irgendwie weiter. Sieht irgendwie aus, als müsste man das hier miteinander verbinden, oder? Pedale und das Ding haben irgendwie so ein bisschen Ähnlichkeiten. Hier ist auch noch was mit. Können wir das nochmal zurückdrehen? Und gucken, ob wir die Tür da irgendwie mit den Dingen verbinden können? Ich kann das Wasser auch wieder voll laufen lassen oder was? Nee, doch. Unten das Zahnrad. Gibt's auch was von unten bei dem Würfel? Upsi. Hab ich noch reingezoomt. Was meinst du, das Zahnrad? Jetzt würde ich mir schon mehr Tipps. Willst du vielleicht ein bisschen Hilfe bekommen? Kann es sein, dass du dumm bist oder so? Das, ach, das hier unten meinst du? Ja. Kann natürlich auch noch sein, dass wir irgendwas reinstecken müssen oder so ins Zahnrad, um das kaputt zu machen. Ich meine, es dreht sich halt immer. Sobald du hier an dem Ding drehst, dreht sich halt dieses ganze Teil. Ich weiß noch nicht, ob das was mit dem Rätsel zu tun hat. Also das Rätsel an sich ist ja eigentlich hier das Rad. Aber das bringt irgendwie nichts, solange nicht. Ist hier noch irgendwas?
Eigentlich würde ich gerne hier die... das Ding mit dem Rad kombinieren. Ich muss dafür nochmal rauszoomen. Den Pinöppel haben wir ja aufgemacht. Das sollte jetzt eigentlich erledigt sein, vermute ich mal. Aber so bin ich wieder zu weit weg. Und einen wunderschönen guten Abend, Bro. Und deine Raider. Herzlich willkommen zu Mooncage. Hallo, Janka. Hallo, Bro. Ihr habt euch wieder gegruselt heute, ne? Outlast 2, glaube ich, weitergespielt. Was geht hier? Das sieht chillig aus. Das ist super chillig sogar. Wir fangen gerade an. Wir sind jetzt ungefähr... Warte mal, wie lange sind wir jetzt drin? Circa 15 Minuten sind wir jetzt in diesem Spiel. Fangen wir heute gerade ganz neu an. Ist ein kleines Rätselspiel. Was, glaube ich, letzten Donnerstag rausgekommen ist, meine ich. Heißt Mooncage. Und wir haben vor uns diesen kleinen Würfel hier. Und in diesem Würfel sind verschiedene Bilder drin. Und da kann man so Sachen, man kann damit ein bisschen mit den Sachen interagieren, Schubladen aufmachen und sich Sachen angucken und so. Und man kann auch die Räume miteinander kombinieren, wie zum Beispiel hier dieses Rad. Also das Fahrrad aus dem oberen Screen mit dem Rad von hier unten und kann das dann miteinander verbinden. Aber ich bin gerade hier an der Stelle, da weiß ich noch nicht so ganz weiter. Aber ist auf jeden Fall sehr süß, weil sehr klein das Spiel und sehr entspannt. Ich freue mich einfach auch darauf, einfach einen super entspannten Abend zu haben. Im Gegensatz zum Bro, der sich lieber durch Horror-Games durchquält. Also in dem Raum sehe ich irgendwie noch nichts, was wir machen können. Steht nochmal ein Auto drin. Da können wir irgendwie auch noch nichts machen. Ja, ich habe Outlast bisher immer nur, ich glaube aber auch hauptsächlich den ersten Teil gesehen, vor allem diese Stelle relativ am Anfang, wo man sich irgendwie durch so Bücherregale durchzwängt und dann irgendwie so ein Vieh kommt und nach einem greift. Also die Standardszene gefühlt. Also ich meine, ich kann ja irgendwas machen mit dem Rad hier, aber was? Nicht nur das Cover. Ups. Wollte gar nicht scrollen. Zoomen. Oder muss ich da noch irgendwas reinstecken? Das hier in dem, wo das Pedal, wobei das Pedal würde ja normalerweise nach unten zeigen. Aber die Sachen, die ich da oben habe, das ergibt ja irgendwie auch keinen Sinn. Aber hier passt es halt irgendwie nicht, wenn das so gedreht ist. Ja, eben. Ich würde jetzt auch sagen, unser Ziel müsste wahrscheinlich irgendwie sein, diesen Riegel mit dem Pedal zu kombinieren. Aber wie? Irgendwie passt es nicht so richtig. Deswegen vermute ich ja eigentlich, dass wir schon so starten müssten, aber das hat irgendwie auch nicht geklappt. Weil jetzt steht das Ding eigentlich richtig, aber jetzt kriegen wir es nicht... Jetzt ist es nicht im Screen. So, hier ist wieder rangezoomt, aber rauszoomen. Oder müssen wir es aber näher hoch? Jetzt wieder Wasser reinlassen, hilft ja wahrscheinlich auch nicht, oder? Da kommt das Fahrrad nach oben. Nee. Fahrrad ist zu schwer. Wir haben halt noch irgendwas mit diesen Dingen vielleicht. Vielleicht heißt das aber auch nichts, wenn das leuchtet unbedingt. Das Quietschen kommt aus dem Spiel, wenn man hier an dem Rädchen dreht. Vielleicht hast du aber auch ein...
Das eine schließt das andere ja nicht aus. Tja, einfach ist es nicht. Da muss man scheinbar schon sehr genau sein. Vielleicht muss ich aber halt auch noch irgendeinen Zwischenstep machen. Das mit der Lampe klappt ja definitiv nicht mehr. Eine Leiterrutsche. Space drücken ist halt, dass die Sachen hervorgehoben werden, mit denen man interagieren kann. Ich habe jetzt ja scheinbar eingestellt, dass alles markiert wird, was zu drücken ist. In dem anderen Modus, da wird einem dann angezeigt, welches das gerade derzeitige Rätsel ist. Das finde ich aber ein bisschen zu spoilerig, zu sehr geholfen. Also das heißt wahrscheinlich, wir können das anklicken, wir können das Ding bewegen und wir können den Hebel ziehen. Können wir scheinbar was mit der Rutsche machen. Aber ich glaube, bei der Rutsche sind wir noch nicht. Andererseits. Was müsste ja eigentlich, wenn was mit diesem Raum sein, die Rutsche? Wir haben auf jeden Fall diese Apparatur da. Den komischen roten Pömpel. Warum funktioniert das denn nicht? Das ist doch eigentlich total offensichtlich. Alles klar, Bro. Lass es dir schmecken. Ich glaube, bisher hat es auch immer farblich gepasst, ja. Schon sein, dass das hier irgendwie zusammengehört, aber ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht wie. Es ärgert mich noch ein bisschen, dass ich dieses Ding hier nicht mehr zurück und nicht mehr vorschieben kann. Ich weiß aber auch nicht jetzt, wie müssen wir irgendwas so machen, in so während einer Action irgendwie drehen oder sowas? Oder ist das zu... Ne, wir können gar nicht drehen, während wir in der Animation sind. Okay, also das ist schon mal ausgeschlossen. Komme ich da wieder nicht dran?
Warum kann ich das Wasser immer noch aufdrehen? Das wundert mich halt auch hier mit diesem komischen Holzfass. Das wieder hochfährt. Da muss ich irgendwie das Fass runterrollen lassen. Das sieht schon ziemlich passend aus, muss ich ja mal sagen. Aber wahrscheinlich fehlt mir hier noch was. Hier muss ich wahrscheinlich so ein, Dreiecksrätsel sogar machen. Was auch immer dann hier hinter der Tür ist. So, Chat, jetzt brauche ich eure Hilfe. Bis auf Feier natürlich. Aber ist wahrscheinlich auch gar nicht so leicht für euch, ne, wenn ihr nicht, wenn ihr keine Kontrolle über die Steuerung habt. Theoretisch, wenn das Fahrrad höher wäre, wäre, ja, wahrscheinlich schon. Ich weiß aber nicht, wie wir das Fahrrad zum Schweben kriegen. Also ich glaube, das Fahrrad stand vorher anders. Also ich glaube, das hier ist die, nachdem wir es geändert haben, nachdem wir es gedreht haben. Ich glaube hier, auch wenn der Hebel links steht, ist glaube ich das geänderte Dingen. Was drunter packen, damit es höher bleibt. Höher kommt. Oder höher treibt. So. Warum schreibt Möpi GG? Es ist aber gar nichts passiert. Oder klappt das auch so? Nein. So passt das mit dem Rad auch nicht mehr. Gutes Rad ist teuer, ja. Das ist korrekt. Ich meine, den Haken finde ich, aber gut, der Haken wird doch nicht markiert, also ist beim Haken wahrscheinlich nichts. Warum kriegen wir das denn nicht hin? Guck mal, aber das ist auf jeden Fall, das hat, macht auf jeden Fall was. Aber das bin ich mir schon ziemlich sicher, dass das für den anderen Raum da. So, und hier ist das Dingen, aber irgendwie. Oder funktioniert das irgendwie? Ach so. Da ist schon wieder was mit der Lampe, aber die Lampe ist ja eigentlich auch nicht mehr markiert. Oder stand es doch so und so war das umgedrehte Ding? Ich weiß nicht mehr. Und ich meine, es gibt ja nur diese zwei. Oh, warte mal. Oh, shit.
Scheiße. Das ist die Lösung. Boah, das ist aber gemein. Eieieiei. Das ist aber schwierig. Ah! Alles kaputt. Ja, jetzt hat's gerade Klick gemacht. Ja, nicht einfach. So, irgendwelche Soldaten und eine Drohne. Ist wahrscheinlich irgendwie Krieg. Wir haben ja gerade noch unseren Jungen gesehen mit irgendwie auch Raketenzeugs. Jetzt hier Drohnenkriege. Wo haben wir denn jetzt hier schon? Warte mal, hier haben wir einen coolen Bagger. Da können wir rauszoomen. Weiter rauszoomen können wir aber nicht mehr. Aha, guck mal, da ist das andere Drittel unseres Rades. Okay, dann machen wir das mal. Das haben wir ja quasi schon gelöst. Hier ein klassisches Dreierrätsel. Okay, da haben wir schon mal einen Hebel, der passt wieder. Ist der Bagger noch da? Okay, der passt gut zum Bagger hier, der Hebel. IQ! Und wir haben einen neuen Raum bekommen. Unser Zuhause ist jetzt schon mal weg. Okay. Okayse. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf. Bonk. Was ist denn jetzt? Wo ist es hin? Da ist ein Gewicht drauf. So, was geht mit ihm jetzt ab? Oh, hier ist die Rutsche. Aber während das hier passiert, kann ich ja nichts machen. Vielleicht ein späteres Rätsel. Das hier irgendwie in den Bagger rein. Dann ist noch ein. Holy shit, what the? Geht's ja noch weiter. Okay. Kommt jetzt der Karton wieder raus? Ja. Nicht dafür noch mehr. Achso, weil der schräg steht. Müssen wir erst den Karton fixen. Den Karton begradigen. Gut, wir gehen jetzt erstmal zurück. Komme ich denn hier zurück? Oder um zurückzukommen, muss ich hier auf den Hebel drücken, ne? Gut, aber der hat ja nicht zusammen, oder? Doch, der passt sogar zusammen. Was ist das denn schon wieder? Also vielen Dank, Andi, für deine 4,99. Für ein, was? CRUW für eins ganzes, ganz kleines Steam Sale Game. Was ist denn CRUW? Das sind ja mehr als zwei Zitronenrollen. Ich habe immer noch keine Zitronenrolle gekauft. Ne? Irgendwann muss ich mal eine Zitronenrolle holen. Kann mich jemand aufklären, was CRUW ist?
Aber vielen Dank, Andi, für deine 5 Euro. Da hinten läuft was im Fernsehen. Ach so, das sehe ich sogar in meiner Vorschau, aber das ist viel zu klein. Okay, irgendein lachender Mensch. Vielleicht muss ich bald mal Better Twitch TV und Franker Faces installieren. Hatte denn eigentlich jemand von euch beides drauf? Also sowohl Better Twitch TV als auch Franker Faces und kann bestätigen oder verneinen, ob man damit Wörter blockieren kann. Warte mal, leuchten die Sachen noch? Okay, der Bagger leuchtet noch. Oh, hier ist noch so ein Ding. Komische Schacht. Die Waage. Wörter blockieren geht auch, glaube ich. Könntest du das mal verifizieren und wenn es klappt, dem Jan-Punkt? Aber was heißt from your chat? Heißt ja für alle Chats, ne? Weil Jan-Punkt hat ja gesagt, das geht nicht. In Twitter-Kommentaren stand ja, es würde gehen. Ich war halt zu faul, das selber zu installieren, um zu gucken, ob es jetzt geht oder nicht. Aber wenn das einer von euch verifizieren könnte und Jan dann schreibt, doch, das geht, da musst du nur da und da klicken und das Wort eingeben und dann... Das wäre cool. Schreib mal jemand Blödhammel. Sowas verbitte ich mir. Blödhammel hab Schummeln geblockt. Blödhammel. Ich meine, es ist ja eh im, glaube ich, das war ja, glaube ich, im durchgespielt Discord. Dann könnt ihr das ja dem Jan das ja mal schreiben, wo das geht. Ja, im Overlet ist natürlich angezeigt, weil es ja mein Stream ist, klar. Aber wenn er da irgendwelche Worte hat, die er nicht lesen möchte, oder Emotes halt auch, Emotes, Worte, alles mögliche kann man ja damit dann ausblenden, dann klappt das ja auf jeden Fall. Und das Rad ist immer noch aktiv hier. Aber es ist rot. Rot bedeutet bestimmt nur irgendwas anderes. Guten Abend, Terael, hallo. So, die Rutsche haben wir jetzt ja eigentlich schon gemacht. Noch hat niemand schon mal geschrieben, Kappa. Das schaut wirr aus, das ist es auch. Wir hatten gerade schon eine ziemliche Kopfnuss hier gehabt. Jetzt bin ich aber auch gerade ein bisschen abgelenkt. Ich muss mich wieder konzentrieren und fokussieren. Das hier ist irgendwie ein bisschen schwieriger. Also wir haben jetzt so einen komischen roten Stein eingesaugt. Ich weiß noch nicht, wofür der gut war. Sollen wir das einfach normal machen, oder? Ich hatte darauf gar nicht so richtig aufgepasst, glaube ich. So, das ist ein roter Stein. Möp, möp. Ah. So nämlich. Oh, jetzt haben wir eine Drohne. Oh, da oben ist wieder eine Tür. Aber wir haben jetzt nicht mehr die Tür aus unserem anderen Bereich. Aber wir haben jetzt eine neue Klappe. Geilo. Okay, jetzt darf ich nicht zu schnell machen. Nicht, dass ich hier irgendwelche... Da ist eine Angel. Nicht, dass wir irgendwelche Sachen hier überspringen, weil ich zu schnell bin. Also wenn du Fragen hast, Terael, dann frag gerne. Aber prinzipiell, wir haben ja so einen Würfel vor uns und da kann man hier die Perspektiven drehen und
Sind so kleine Rätselchen drin und die lösen wir, indem wir zwei oder zum Teil sogar drei Seiten miteinander hier kombinieren. Kombiniere. Da ist ein Rubik's Cube drin. Ja, ist ein kleines Puzzle-Game. Aber ich finde es bis jetzt schon sehr charmant. Also ich mag den Stil, ist sehr minimalistisch, aber mag ich trotzdem ganz gerne. Ist noch irgendwo? Warte mal, hier ist ein Stecker. Kriege ich dann den Stecker in die Steckdose? Finde ich ehrlich gesagt auch ganz cool gemacht, dass sie die Sachen scheinbar zusammengehörig haben. Also farblich, dass das auch ein bisschen hilft, dass Sachen, die farblich gleich sind, dass die dann auch zusammengehören. Da ist dieses Moncage-Symbol auf dem Sticker drauf, auf dem Poster. Haben wir jetzt einfach nur die Klappe aufgemacht. Eine große Klappe. Haben wir denn jetzt hier was um den... Nee, irgendwie noch nicht. Hier haben wir eine Waage. Dafür müsste ich wahrscheinlich auch das Gewicht da irgendwie runterkriegen. Kann ich denn auch hier oben? Ah, ich kann auch da oben reinklicken, okay. Hier schon mal eine kleine Shortcut. Und wir haben hier eine Lampe. Okay, das wollte ich nicht. Leiter. Aha. Der Käfig ist auch irgendwie interaktiv. Okay, aber das ist schon echt schwer zu sehen. Also wenn man gar nicht die Leertaste drückt, ist glaube ich schon sehr, sehr schwer. Das hätte ich jetzt nicht als aktives Objekt so schnell wahrgenommen. Gut, aber jetzt lasst uns mal nachdenken. Wir müssen irgendwas hier noch mitmachen wahrscheinlich. Ich denke mal, wir müssen die vier Dinger hier voll kriegen. Wie kriegen wir die voll? Eigentlich müssten wir ja hier irgendwas machen. In dem Screen theoretisch. Um irgendwie diesen kaputten Karton hier zu überschreiben. Krass, hier ist so eine Mütze und eine Medaille drin. War da bestimmt auch hier passiert jetzt gar nichts mehr. Das Ding ist... Der Drops ist gelutscht. Ist jetzt hier irgendwas anderes wichtig geworden? Nope. Scheinbar nicht. Genau, wir müssen auf jeden Fall den Ventilator anmachen, um die Dominos umzuschubsen. Das passt aber auch ziemlich gut zusammen hier. Vielleicht nur Zufall. Ja, man müsste nur den Stecker hier reinstecken, dann wäre das eigentlich gar nicht so schwer. Aber vielleicht können wir die auch irgendwie anders umschubsen. Wobei der Venti schon... Was ist denn das für ein Ding? Eine komische Lampe? Komische Bildschirm? Können das beliebig hoch und runter machen. Vielleicht, wir haben es ja jetzt schon benutzt, vielleicht müssen wir damit irgendwas runterziehen. Aber das würde ja dann eher das obere
oberen. Können wir den irgendwie runterstoßen? Nee, ne? Und hier waren wir halt auch jetzt schon länger nicht mehr. Aber warte mal, hier, das passt doch. Ach krass, guck mal, da ist ein Karton drin. Irgendwie scheint hier nicht so ganz, es scheint noch nicht. Ah, jetzt. Aber jetzt brauchen wir noch einen. Brauchen noch einen vierten Karton. Katatonga. Katatonga. Noch Kartons. Das kriegen wir, glaube ich, nicht hin. Können wir hier nochmal rauszoomen? Hier hat er noch so ein gelbes, aber... Hier ist ja anscheinend auch noch was. Was ist hier auf dem Tisch? Das, ach, da ist auch noch so ein Ding. Krass, können wir da jetzt den Rubik's Cube drauf? Cool. Error. So, da läuft was im Fernsehen. Also irgendwas auch wieder mit Krieg scheinbar. Pride. Dann lass lieber das gucken. Ist auch irgendwie relevant? Wahrscheinlich nicht, ne? Ach, wir haben das Zimmer gewechselt. Holy moly. Macht er das permanent? Okay. Ja, aber da ist auch scheinbar nichts. Was passiert, wenn wir in die super Buntwelt gehen? Nein! Erstmal das Foto mitnehmen. So, unser Vater. Sternbild vom Leuchtturm. Wer kennt es nicht? Und er hat irgendeinen Sternschnuppe gefangen mit der Hand. Ziemlich krasser Typ. Oh, hier ist eine Steckdose. Steckdose. Große Steckdose. Scheiße, was ist das denn jetzt schon wieder Neues hier? Eieieiei. Wo waren wir? Hier waren wir. Wo ist die Steckdose da? Oh, klappt schon. Upsi. Feuer! Oh, kennt ihr die noch? Ich hatte auch mal früher so eine Kanone, wo dann an diesen Geschossen so noch so raketenähnliche Superboost-Dingsels an den Seiten waren. Ich finde noch mehr Windschnitt. So, wir haben... Sind wir denn noch... Warte mal, hier sind wir noch draußen. Das hier sieht doch aus wie ein Dinge. Ah, guck mal hier, jetzt bin ich schon richtig drin im Game. Aber können wir hier jetzt auf das Teil da das Fernrohr drauflegen? Oh, ah, guck mal hier, das rollt da rein. Ach, ist das schön. Guck mal, wie das jetzt flutscht hier. Zack. So nämlich. Oh, da mache ich schon direkt ins nächste Rätsel. Kommen wir von einem Rätsel ins nächste. Es geht mir gerade ein bisschen zu schnell. Sekunde mal eben.
Kann ich da auch einen ranzoomen zu der Angel? Nee. Bestimmt doch auch hier irgendeinen Fisch angeln oder so. Das ist ein Spinnennetz. Upsi. Rätselschwindelig, ja. Oh, hier sind... Oh, okay. Ganzen fiesen Dinger. Und hallo, Herzliebe. Na, wie geht's dir? Wir haben uns aber lange nicht mehr gelesen. Was macht die Kunst? Aber ja, das Spiel finde ich auch sehr faszinierend. Also das Spiel, ich weiß nicht, ob es ein Spiel dieser Art gibt schon. Also klar, es gibt bestimmt auch Spiele mit Perspektivrätseln. Ihr habt ja auch schon ein paar genannt vorhin. Aber so ein... Ja, ist das dann schon genauso? Ist schon ein bisschen so, ne? Gerade das, was ihr vorhin genannt habt, dieses Handy-Game, ne? Da muss man ja auch dann so irgendwie sich neue Wege bauen durch Perspektive. Aber ich finde das schon ziemlich cool gemacht. Also wir können da auf jeden Fall reinzoomen, da geht es auch noch weiter. Hier oben haben wir jetzt eine Batterie bekommen. Kann ich damit jetzt was machen oder ist das quasi ein Zwischenspeicher, dass wir die Batterie woanders wieder hochdingsen können? Was haben wir denn hier überhaupt? Was ist unsere coole Rakete? Ein Fisch ist da drauf. Wir können aber nicht hier mit der Angel irgendwas machen. Okay, Andi, wenn du so lieb wärst, weil ich ja jetzt immer noch nicht genau weiß, wo man da jetzt gucken muss und wo man das findet, könntest du dem Jan das kurz irgendwie schreiben, wo er da was eintragen muss, damit das klappt? Das wäre sehr nett. Das ist noch ein Bild. Okay, wir telefonieren mit unserem vermutlich Vater. Das vielleicht Möpi? Hat schon jemand gemacht. Ah, okay. Gut, dankeschön, Möpi. Sehr lieb von dir. Trotzdem lieb von dir, Andi. Beide von euch beiden lieb. Worüber telefonieren sie? Ich glaube, hier ist erstmal nichts weiter. Hier ist ein Telefon, ein Stuhl, ein Papier, ein Stift. So, da ist noch ganz viel Zeug. Da liegen Karten rum, ein Eimer. Da ist nichts mehr weiter. Ich glaube, wird hier noch was angezeigt. Die komische Treppe, aber die hatten wir ja eigentlich schon. Ich denke... Oder? Bringt ja nichts. Ich meine, wir haben das ja von hier bekommen, oder? Wollen wir das nicht schon wieder zurückschieben? So, wir haben hier irgendwas mit den Kabeln. Das müssten wir uns merken. Hier haben wir noch gar nichts geguckt, weil überfordert. Können wir noch reingucken? Hier können wir wieder irgendwie so eine Rutschen-Action wahrscheinlich machen. Gut, das Rätsel war da. Das heißt, wir können hier eigentlich noch weiter, weil wir hier in den Kinderraum noch gehen können und da neue Sachen finden. Da haben wir zum Beispiel einen Zug und ein Foto. Da sind wir wieder klein und waren scheinbar auf einem Kindergeburtstag oder so. Also wir haben noch ein paar Sachen. Ach, guck mal, hier steht auch was mit den Batterien. Ah, okay. Okay. Also hier ist auf jeden Fall irgendwas mit der Bahn vermutlich. Dass in den Fotos die Kamera beweglich ist. Ja.
Was ist dein Vorschlag? Ben war es, ne? Ich will jetzt nur nicht, aber ich glaube, ne, Ben war richtig. Okay, ja, da ist auf jeden Fall nur das. Aber das ist einfach nur eine Erklärung irgendwie. In dem blauen Zug. Der komische Kleiderbügel. Da ist auch ein Kleiderbügel. Müssen wir das jetzt doch da wieder zurück? Haben wir das nicht von da bekommen? Da war auf einer Würfelseite so ein Vogelkäfig rechts. Das könnte mit dem Leuchtturm in der Würfelseite daneben überlappen. Du meinst diesen Leuchtturm? Also genau, hier war der Vogelkäfig. Mit dem meinst du? Und die Frage, in welcher Zoom-Stufe? Wo? Hier ist aber auch so ein Batteriesymbol, ne? Ist das vielleicht sogar? Aber es ist halt die Frage, an welcher Stelle das ist. Vielleicht kommt das auch noch, weil das Ding hier, da weiß ich jetzt auch schon, was wir damit machen können. Aber genau, ich denke mal, wir müssen die Batterie da runterrutschen lassen. Oder hatten wir noch woanders einen... Nee, ne? Wir hatten nur da den Leuchtturm. Ja, wie kriege ich denn das hin hier nochmal mit dem... Das müsste ja eigentlich schon auf Entfernung sein. War hier noch woanders ein Ding? Oder will er hier wieder ganz genau... Hab's irgendwie kaputt gemacht. Das ist ja auf jeden Fall falsch. Warum klappt denn das jetzt nicht mehr? Was genau will der von uns? Er will schon, dass die Batterie hier wahrscheinlich irgendwie hängt, aber vielleicht ist es auch eine andere Batterie, oder? Wahrscheinlich müssen wir auch erstmal den Zug noch ein bisschen drehen, damit er auch an der, weil das würde jetzt ja theoretisch einfach nur darunter fallen. Das ist auch ein gelber Zug, oder? Ja. War auch wieder so ein Drehkreis für später. Ist jetzt halt die Frage, was an welcher Stelle kommt. Wir haben ja noch ein paar Sachen, wo ich auf jeden Fall weiß, wo wir was machen können. Vielleicht müssen wir auch erstmal irgendwas anderes machen, bevor es da weitergeht. Der Kinderwagen hat dasselbe Kreuz wie die gelben Wägen. Ja, stimmt, der Kinderwagen ist auch markiert. Die gelben Wegen? Achso, das Kreuz meinst du? Ah, okay. Von dem... Oh, dann wahrscheinlich irgendwie... Aber die sind gerade noch gar nicht markiert hier, diese Dinger. Die kann ich wahrscheinlich noch gar nicht benutzen. Vermutlich muss ich da auch erst irgendwas reinfüllen oder so. Bevor es damit weitergeht. Na, guck mal, hier ist auch die Bahnstrecke.
Vielleicht machen wir erstmal kurz in dem anderen Screen weiter. Vielleicht ergibt sich das dann auch. Vielleicht müssen wir noch irgendwas anderes erstmal vorbereiten. Weil hier konnten wir ja auch noch reingucken. Und hatten hier diese... Können wir einfach die Sonne wegpacken. Da haben wir also nur das Teil. Da ist sonst nichts. Jetzt haben wir wahrscheinlich hier irgendwas geändert draußen. Also nicht in dem Screen, aber vermutlich in einem anderen. Achso, jetzt ist im Leuchtturm das Licht an wahrscheinlich. So, müssen wir hier aber rausgehen. Hier war der Leuchtturm. Okay, wir müssen mit dem Rad erstmal was machen. Mit welchem nur? Warte mal. Batterie nach oben rausschieben, wenn es nach oben matcht. Wahrscheinlich war die Farbe nicht richtig, deswegen. Ah, okay. Die Farbe der Leiter war nicht korrekt, deswegen hat es nicht geklappt. Shoot. Ach, die hatte schon eine gelbe Batterie. Ah, okay, es hat nur eine gefehlt. Gut, das heißt, das Ding fährt jetzt hier die ganze Zeit im Kreis. Lass mal die da rüberfahren. Oh, da hier Leuchtturm bekommen. Cool. Da können wir jetzt nichts mehr machen? Okay. Gut, also wir haben jetzt einen Leuchtturm. Und eine komplette Insel, die scheinbar in irgendein Rätsel gehört. Die Rätselinsel. Wir haben noch was mit dem Käfig auf jeden Fall, aber da fällt mir gerade noch nichts ein. Vor allem, es müsste eigentlich auch irgendwas sein, was von dieser Seite ist oder von oben. Denn in dem Raum noch irgendwas? Ne, hier sind wir auch durch. Okay, also da ist nichts mehr. Der Wagen noch. Kinderwagen und hier haben wir natürlich noch nichts gemacht. Da mit dem Rädchen. Aber wenn wir in dieser Zoom-Stufe sind, ist das Rad nicht mehr aktiv. Wir können aber noch, oder? Sind wir noch in dem anderen Screen? Wir können ja hier nochmal kurz rausgehen. Mal in den anderen Screen reingucken. Eigentlich sind wir jetzt hier durch, ne? Bis auf den Wagen. Mit dem Wagen können wir noch irgendwas machen. Frag mich aber auch ein bisschen, ob man vielleicht auch Rätsel verpassen kann. Oder wenn man irgendwie was zu schnell ist, überspringen oder so. Ich muss mal einen Schluck trinken. Oh, warte mal, können wir den Fernseher gar nicht mal umstellen? Ui. Dann würde ich fast behaupten, dann kann man Sachen verpassen.
Wir müssen halt wahrscheinlich hier in dem Screen auch die Farbe angepasst kriegen, kann das sein? Der eine gelb ist und der hier so rötlich ist. Deswegen passen die nicht zusammen. Die erst in einen Spray and Paint. Paint and Spray. Aber wo können wir denn jetzt noch weitermachen? Irgendwas mit dem Rad? Aber wo haben wir denn noch ein Rad? Eine Uhr? Eine Insel. Doch irgendwie das hier verbinden? Das passt doch. Was ist jetzt passiert? Wie schön. Ein Hebel, der versteckt war. Kriegen wir bestimmt die Tür einfach nur auf. Kommen wir da auch nicht mehr rein, deswegen war wahrscheinlich nur dazu da, um hier den Hebel zu finden. Jetzt wieder einen neuen Screen freizuschalten. Ja, also ich schätze mal, man kann auch Rätsel verpassen, wenn man nicht alle Sachen findet. Nehme ich mal an. Kann aber auch Feier gerne beantworten, die Frage. Gelbes Rad. Alter, wie viele Hebel sind denn hier? Das Zahnrad mit dem Telefonrad. Ich glaube, das Telefon ist gar nicht mehr aktiv. Aber das ist halt schon, wir haben jetzt schon festgestellt, dass meistens die Sachen halt auch farblich irgendwie zusammen. Deine Erfahrung nichts verpassen, gibt immer nur das nächste Rätsel, okay. Bonk. Ah, hier ist das Rad. Jetzt haben wir einen roten Wagen in unserem Kreislauf drin. Damit können wir das. Da muss auch irgendwas drauf wahrscheinlich. Ein Gewicht. Gut, dann machen wir das mal mit dem Kinderwagen eben. Jetzt nur die Frage, wie lange dauert das jetzt, bis der korrekte Kinderwagen kommt? Okay. Hui! Was ist da denn runtergefallen? Der Teddy? Nein! Sunken Teddy! Berli! So, wir haben hier ein Bötchen. Da können wir aber nicht ranzoomen. Hier haben wir nochmal diese Streben, aber da kommen wir gar nicht hin. Okay, also hier ist nur das Boot aktiv. Das ist wahrscheinlich mit dem Boot, oder nicht? Da ist noch gar nichts aktiv. Oh! Bin hier.
We heard you like boats, so we put some boats in your boat, so you can boat your boat, boaty boat, make boat. Kann der da rüberrollen oder was? Okay, da muss noch irgendwas gemacht werden. Oder hier, der Screen muss auch noch irgendwie dazu passen. Hör nochmal raus. Das hier passt doch auch irgendwie zusammen, oder? Achso, das war das. Ist das das gleiche Boot? Krass. Cool. Wir können damit sogar segeln. Oh, Hilfe! Bin ich da jetzt hingesegelt? Jetzt hat sich das wahrscheinlich irgendwie resettet. Da haben wir diese komische Nadel. Eine Blume. Einen ist halt auch nochmal ein Bütchen. Ich wollte sagen, hier ist aber bestimmt irgendwo ein Foto. So, da ist Fadern. Die komische Rakete, Moncage, Rakete, Angriffe. Und das ist unsere Mutter vielleicht. Oder die Freundin von der Geburtstagsfeier. Da haben wir noch so ein Wägelchen. Hier haben wir unsere Windanleitung. Windrätsel. Ich will mich erstmal ein bisschen umgucken. Wir müssen ja auch kein Speedrun machen. Wir können hier nochmal auf das Boot zoomen. Das passt nicht, echt nicht ganz. Irgendwas stimmt noch nicht. Aber das wird wahrscheinlich für ein späteres Rätsel irgendwie passen. Dass wir mit dem Boot abdüsen können, vermutlich. So, hier können wir ja was mit dem Dingen machen. Mit dem hier. Da können wir noch ranzoomen. So, warte mal, wir müssen hier den so drehen erstmal und dann können wir den so hochbödeln vielleicht. Nein. Nein. Jetzt passt es halt auch nicht mehr. Mit Wasser gucken wir gleich nochmal, was ihr geschrieben habt. Ach so, dafür müssen wir wahrscheinlich mit dem Boot. Oder? Weil eigentlich, wenn wir mit dem Boot. Mit dem Boot fahren. Müsste sich ja eigentlich die Kompassnadel drehen. Oder? Tut sie nicht. Doch. Okay. Und jetzt? Jetzt müssen wir wieder nach links drehen.
krass, wir haben uns auch auf der Karte bewegt. Weiter kann ich nicht. Nein, ich will da rein. Jetzt war ich bestimmt zu langsam. Das heißt nochmal nach links, sehe ich das richtig? Weil die wieder nach oben steht. Rechts meine ich natürlich. So, jetzt nochmal nach links. Jetzt müsste die eigentlich rübergehen, okay. Volle Kraft voraus! Jetzt läuft nämlich die Rakete auf Hochtouren. Können wir jetzt nochmal runterfahren? Können wir die jetzt schon abheben lassen? Nee. Aber wir müssen jetzt hier noch dieses Ding rüberkriegen. Aber das kriegen wir vielleicht auch hin, indem wir... auch das Boot. Achso, da ist noch eine Kiste. Da. Oh, nee, oder warte mal. Ich glaube, wir müssen... Ja, okay. Ich glaube, das funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Ich glaube, wir müssen noch einmal nach links segeln. Und mit der Koffer, oder? Geht er dann wieder nach da? Nö. Falsche Richtung. Ja, nach rechts. Das macht auch mehr Sinn. Müsste der wieder da hinfahren und dann können wir gleich wieder nach links düsen und dann kommt der da runtergefahren und geht hier auf das Teil drauf. Boing. Jetzt können wir die Rakete abschießen. Finde ich aber interessant, dass man hier auch wirklich, ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere hier an der Stelle aber auch ein bisschen dann hängt, weil man hier wirklich warten muss, bis dann irgendwas passiert. Und wenn man das nicht checkt, dass da auch tatsächlich sich irgendwie was tut, können wir eigentlich zu der Sonne fahren? Wenn man das nicht checkt, dass sich da irgendwas tut, dann verpasst man da vielleicht auch schnell was, wo man vielleicht schon den richtigen Gedanken hatte. So, da ist jetzt nichts mehr, außer das Bötchen. Aber ich denke mal, das kommt jetzt gleich, wenn wir die Rakete abschießen. Ignition in 5, 4, 3, 2, 1. Ignition starts. Hui. Die explodiert oder war das eine Feuerwerksrakete? So, damit können wir ein Bötchen wahrscheinlich hier rauskicken. Hier ist der traurige Clown. Ich hoffe Feuerwerk. Was wird denn hier alles markiert? Okay, da drinnen auf jeden Fall und da, oh, kann man mit dem Bötchen auch machen. Ach, jetzt haben wir alle drei Bötchen. Können wir ein Dreierboot machen. Hier geht ja nichts mehr ab. Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Hier ist ein Flugzeug abgestürzt. Ja, an die Sternschnuppe muss ich auch kurz denken. Da ist ja ein Flugzeug abgestürzt. Ja gut, ich glaube, wir müssen hier das Dreierrätsel machen, sonst geht's nicht weiter. Ich habe das Flugzeug mit der Rakete abgeschossen. Meinst du? Ich wusste doch nicht, was ich tue. Bestimmt.
Map, map. Okay. So, was ist denn hiermit jetzt noch? Aber da ist ja eigentlich auch nichts mehr. Aber hier mit dem Ding? Nee. Den Blumentopf abheben lassen. Dann kümmern wir uns mal hier um die Insel. Ich weiß nicht, kann der hier einfach so... Ach, hier ist schon eine Verbindung. Kann er da weiterfahren? Hauchi. Guck mal einer an, hier sind neue Sachen. Da ist schon wieder ein Fötüchen drin. So, da haben wir unsere Sachen gepackt. Sind wir gegangen oder sind wir gekommen? Wir sind gegangen, oder? Weil man trägt doch nicht seinen Ausweis, trägt man nicht in seinem Karton, wenn man reinkommt, oder? Dann hat man den noch im Hals. Den hat man nur im Karton, wenn man rausfliegt. Oder geht. Eieiei. Okay. Was ist hier los? Wo kommt das her? Eine Schatzkiste? So, da liegt bestimmt unser Vater vergraben oder so. Befürchte ich fast. Wieder unser Vater, die Medaille. Eine Fahne. Ah. Da ist unsere Kamera vom Anfang. Ich kann da nichts machen. Rieselt der Schnee rein. Leise rieselt der Schnee. Still und starr ruht der See. Ist ja bald wieder Weihnachten. So, Lampe. Lampe. Weg. Kiste. Der Ast vom Notizblock. Was? Guten Tag, Shoto. Hallo. Wie geht's, wie steht's? Okay, also können wir irgendwas mit dem Ding machen. Auf dem Boot neben dem Kompass war doch dieser Block mit der Zeichnung. Oh, Tatsache, das Buch ist aktiv. Mir geht's auch ganz gut. Ich bin gerade ein neues Spiel heute angefangen. Kommt ganz gut voran. Ist ganz, ganz putzig. Oh nein. Bis gerade eben war es ganz putzig. Eigentlich gut soweit. Sehr entspanntes Spiel. Aber man merkt schon ein bisschen, geht schon ein bisschen auf den Kopf.
Der Kopf wird strapaziert. Ja, vielleicht liegt das auch am Basecap und an den Kopfhörern und weiß ich auch nicht. Es muss ja irgendwas mit dem Dingen eigentlich sein hier. Ah, wir können ja hier noch komplett rauszoomen. Ist auch schon wieder was Neues. Nee, heute habe ich mal den Kopfhörer nicht auf dem Nupsi. Ich würde sagen, das Rohr hier sieht verdächtig aus. Müssen wir wahrscheinlich reparieren. Bestimmt mit dem hier irgendwie reparieren. Aber was hat hier denn... Was hat da Rohrqualität? Oder ist irgendwas hier von... Okay, da haben wir irgendwie einen Bilderrahmen, ein Foto, whatever. Oh. Okay. Achso, es hat wahrscheinlich hier nur so ein neues Ding irgendwie getriggert. Jetzt sind wir hier woanders wieder. Eieiei, hier gibt es aber auch Schlag auf Schlag. Ich weiß manchmal gar nicht, ob ich schon so weit bin, dass sich hier was ändert. Ohne dass ich so richtig mitbekomme. So, wir sind wieder auf dem Bötchen, die Stadt und ein Flugzeug. Kann mein Schatzi mich hören? Kann ich eine Flasche Wasser bekommen, damit ich nicht pausieren muss? Das wäre lieb. Dankeschön. Na klar. Wasser kommt sofort, Shoto. Ah, danke für die Community-Abendpunkte. Kriegen wir das noch hin diesen Monat? Wie viele Tage haben wir noch? Nicht mehr so viel, ne? Das wird ganz schön eng. So, ist wieder hier das Mondcage-Symbol. Dankeschön. Ah, das sind wir doch bestimmt, oder? Sieht zumindest ein bisschen aus wie wir. Können wir auf und zu machen? Wenn ihr die Kanalpunktebelohnung nicht mehr voll bekommt, dann kriegt ihr ja eh die Punkte zurück. Von daher wird es dann halt eh wahrscheinlich für den nächsten Monat wahrscheinlich, aber das muss man dann auch mal gucken. Aber aktuell, ja. Anfang Januar wäre dann das nächste Mal. So, Prost, Shoto. Ja, lecker. Wasser. Und BB, Schatzi. So, okay. Ein bisschen was von Papers, please. Hälfte vom Abwasch geschafft. Hast du nicht gestern auch schon abgewaschen? Ich habe Spielwasser getrunken, ja. Ja, guck mal, 50%.
Danke für eure Kanalpunkte. So, wir analysieren jetzt erstmal hier ein bisschen die Räume, damit wir überhaupt checken, was hier Phase ist. Also wir haben irgendwas mit den komischen Luftballons. Hier ist auch schon wieder die komplette Wand irgendwie. Der Kronleuchter. Es sind gerade so viele neue Bereiche, die komplett unentdeckt sind, aber... Ich mache zwar nicht mit, aber ich spendiere meine Punkte, damit ihr einen Abend machen könnt. Das ist lieb. Aber du darfst natürlich auch gerne mitmachen, wenn du da Zeit hast. Wir beißen alle nicht und spielen ja so ein bisschen Community-Games und so zusammen. Man muss auch nicht mit Webcam rein, man muss auch nicht mit Voice unbedingt rein. Man kann auch einfach nur mitspielen und schreiben. Aber du musst natürlich auch nicht. Gut. Also hier sehe ich nichts mehr. Hier sehe ich irgendwie auch nichts mehr. Haben wir das Rohr, dann haben wir das und das Ding. Da ist so ein Ding und da ist ein Ding. Holzboden. Bestimmt was da von der Sitzbank oder so. Ich bin auch eigentlich nie da. Warum eigentlich? Ja, ich weiß auch nicht. Viel beschäftigter Mann vermutlich. So, jetzt lass mal hier an die Spielautomaten gehen. Warum da nicht an die Spielautomaten? So, irgendwelche Coins, irgendwelche Ringe. Gedöns. Ein kleines Aufziehauto. Schüchtern? Warum denn schüchtern? Du kennst uns doch alle. Und die meisten von uns sind auch ganz nett. Ist das hier zusammen? Scheinbar nicht. Das passt irgendwie schon zusammen, aber irgendwie offenbar auch nicht. Aber halt nur die meisten. Genau, und ich bin auch da. Kann ich auch zu diesem Schießapparat hier? Geilo, da können wir jetzt ballern. Nee, doch nicht. Wie können wir denn da schießen? Ist hier mit? Und hier konnten wir ja auch noch ransuchen. Was soll das denn noch bedeuten? Nein. Upsi. Können ja auch zweimal rauszoomen. Bringt uns das was? Jukebox. Haben wir nochmal so einen Vorhang? Einen komischen Stand hier. Und hallo, Psilz! Na? Warum ist der Tag schon rum? Weiß auch nicht. Ayay! Ja, Donnerstagabend ist immer schön. Immer wenn Donnerstagabend ist, dann mache ich schön meinen Stream. Nochmal schlafen gehen, dann die Arbeit einmal rumkriegen. Und dann ist eigentlich schon immer. Dann ist eigentlich schon fast schon immer der Samstagstream. Guck mal, hier hinten, da fehlt so ein Ding. Da müssen wir bestimmt irgendwas hinstellen. Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch, aber vielleicht habe ich auch gerade so ein bisschen das Gefühl, als wäre meine Kopfkapazität ein bisschen überdingst. 4,5 Inches in Zentimeter durch 2,54 musst du das dann theoretisch rechnen, wenn ich mich nicht irre. Gummis da mit dem Zauberhut auf dem Schild verbinden. Ja, da liegt noch ein Foto. Das
So, das sieht man sogar nur da. Achso, mal 2,54, Entschuldigung. Nicht durch. So, wir melden uns bei der Armee an, oder was? Oder suchen wir nach unserem Vater? Ja, ich find's auch, also ich, ja, bis jetzt ging's, aber ich merke schon auch, dass mein Kopf so langsam, aber sicher. Also es fordert meinen Kopf schon, das Spiel. Also das hier ist auch gleich, oder nicht? Wo ist es denn? Ja, das ist das gleiche Poster, oder? Das Ding? Ja. Hast mich jetzt offiziell überholt. Ha, sehr gut. Das. Mit den Luftballons verstehe ich halt auch noch nicht so richtig. War das mit diesem doofen Rohr? Wie kriegen wir denn das Rohr repariert? Wir haben das Ding. Da haben wir zwei Dinge. Ui, das denn noch? Komischer Mast. Aber den Mast, das muss irgendwas hiermit zu tun haben. It must be. Der Tisch. Die Ringe über dem Zauberhut, dachte ich, mit den Gummis überlappen. Wie kann ich dir gerade nicht so ganz folgen? Die Ringe über dem Zauberhut. Du meinst die hier? Die auf dem Aufsteller. Mit denen überlappen? Das kriegen wir nicht so ganz hin, oder? Aber die kriegen wir ja auch nicht hin, weil da gucken wir ja in eine komplett andere Richtung. Warte mal, hier der Tisch? Nee. Ja, okay. Schon mal gut. Jetzt hatten wir doch noch so einen anderen Tisch. War der hier drin? Nee. Ich das theoretisch wieder zurückklappen, aber wahrscheinlich muss ich erstmal hier irgendwie was klappen. Ah, jetzt ist das. Hä? Scheiße, haben wir jetzt das Auto weggedingst? Jetzt das Auto hin. Das bringt ja nichts, dann sind wir ja wieder hier, ne? Das hatten wir ja vorher gerade schon. Vermutlich muss ich von da irgendwas irgendwo anders hinkriegen. Wir haben da noch die komischen Ringe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Achso, hier haben wir den. Ah, okay, jetzt können wir das von dem Tisch auf den Tisch. Nee, warte. Erstmal wieder zuklappen. Jetzt konnten wir nämlich die Akte auf den Tisch legen. So. Haben wir damit jetzt irgendwie die Zeit verändert? Jetzt liegt seine Mappe irgendwo anders. Ach, er hat den Stempel jetzt bekommen.
Hatte er den vorher schon? Nee, ne? Er hatte noch Stempel vor, oder? Er hatte doch nur den einen Stempel. Hatte er den einen? Hatte er mehrere Stempel? Was ist denn das Ziel? Also, kann ich gar nicht so genau sagen, aber das Spiel funktioniert halt so, wir haben halt diesen Würfel hier und auf jeder Seite des Würfels haben wir unterschiedliche Szenen, in denen können wir Sachen ranzoomen, mit ein paar Sachen interagieren, hebeln und sowas. Und wir finden halt öfter mal Fotos, die erklären uns eventuell so ein bisschen die Story. Dann müssen wir vielleicht dann zum Ende des Spiels nochmal durchgehen, wenn wir alle haben. Vielleicht können wir uns dann so ein bisschen die Story erklären von dem Ganzen. Hälfte der Fotos gefunden. Ja, und wir können halt, je nachdem, wie wir hier die Perspektiven schieben von den Sachen, kann es halt sein, dass wir so miteinander Sachen interagieren können, dass wir dann, wie hast du ja gerade gesehen, dass wir aus dem einen Level hier jetzt irgendwelche Sachen in eine andere Szene quasi reinholen konnten. So, jetzt ist die Frage, warte mal, hatten wir dann irgendwo noch so einen weiteren Stempel gesehen? Wir haben ja hier diesen roten Stempel. Wir brauchen noch den gelben Stempel. Haben wir irgendwo einen gelben Stempel gesehen? Hier ein gelber Stempel? Gelber Stempel? Nope. Hier war kein gelber Stempel. Ich denke mal, wir müssen jetzt seine Mappe halt stempeln, weil dann kann er da der Armee beitreten oder so. Das ist wahrscheinlich so ein Eignungstest, nehme ich jetzt mal an. Musterung. Aber wo ist der gelbe Stempel? Also hier haben wir ja auch... Oh, krass, was geht denn da hinten ab? Fällt mir jetzt erst auf. Da ein Riesenrad ist. Achso, und hier können wir ja auch noch was. Haben wir hier auch noch was? Vielleicht können wir ja hier auch so einen weiteren Stand irgendwie hinzaubern. Oh. Schade. Aber hier können wir auf jeden Fall noch was machen. Ach, wir können da jetzt. Achso, okay. Wir haben mit durch das Luftballons wegwehen, haben wir scheinbar schon gemacht, was wir machen mussten. Alles klar, verstehe. Da sind wir erstmal durch, soweit. Hier ist halt immer noch dieses doofe. Dieses doofe Rohr reparieren. Das Spiel ist auch entspannt, aber das geht schon echt auf den Kopf. Ist nicht ohne. Aber ich bin froh, dass wir zumindest noch einen zweiten Stream damit haben werden. Und wenn wir jetzt zumindest von den Fotos ausgehen, heißt jetzt nicht, dass ich alle Fotos gefunden habe, aber wenn wir jetzt so knapp die Hälfte erst haben, das ist ja auch erstmal ganz gut. Und alles klar, Bro. Vielen Dank nochmal für deinen Raid. Und schlaf gut. Und komm gut ins Wochenende schon mal. Und hoffe, du hast noch irgendwie ein paar Katzenvideos und sowas geguckt, damit du gut schlafen kannst heute. Frustig finde ich es bisher noch nicht. Aber es ist schon... Man muss manchmal schon ein bisschen genau sein. Stranger Things zum Runterkommen, okay. Das ist doch aber auch manchmal ein bisschen gruselig, finde ich. Ich
Kann ich auf jeden Fall sagen, also wir werden ja Moncage auf jeden Fall noch weiterspielen. Ich hatte ja auf meinem Streamplan, glaube ich, auch einfach das Wochenende komplett durchgezogen, Samstag, Sonntag. Ich weiß nicht, ob sich da vielleicht noch was ändert. Ich habe auf jeden Fall nochmal einen neuen Key bekommen. Ich habe jetzt diese ganzen Spiele, glaube ich, die ich und die auch Legüm da auf seiner Liste hatte von diesem Mix-Event, Mix-Next-Dingens-Womens-Dingens. Und davon habe ich jetzt mal alle Spiele, die verfügbar waren, bei Keymailer angefragt, die ich interessant fand. Und habe ich jetzt dieses Hoplex bekommen, wo man so einen komischen Würfel wieder spielt. Passt auch sehr gut zu diesem Spiel hier. Wo man irgendwie 4 Tasten hat auf dem Controller und dann jede Taste macht eine andere Aktion an dem Würfel. Oben, unten, links und rechts. Und da muss man durch so Level durchhüpfen. Also es ist wieder so ein bisschen wie Getting Over It und dem Flipping That Mountain, was wir zuletzt hatten. Ja. Aber halt mit komplizierter Steuerung. Da bin ich mal gespannt. Aber mal gucken, wann wir das machen. Dann hatte ich ja noch, hatte ich ja heute, glaube ich, schon mal bei Mel von gesagt. Anki und ich dann früher oder später in naher Zukunft dann jetzt auch mal mit It Takes Two vermutlich anfangen. Gut, aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal Schluss, weil mein Kopf fängt eh langsam ein bisschen an zu glühen. Und dann heben wir uns das im frischen Kopf fürs Wochenende auf. Und für den Fall, dass wir es am Samstag schon durchkriegen sollten oder so, dann werde ich wahrscheinlich Hoplex dann spielen als nächstes. Also ein angespielt machen, besser gesagt. Ja. Dann sage ich hier erstmal Tschüss an diejenigen, die es auf YouTube gucken. Wir sehen uns dann im zweiten Teil von Moncage wieder. Danke fürs Zuschauen und bis dennsen.